wir spielen heute Gründe, eine Zeitungsfirma, um dich zu rächen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, an wem rächen wir uns? Und ganz zu Recht, keine Sorge, ich kläre euch auf. Sie wurden kürzlich von ihrer vorherigen Zeitungsfirma entlassen und haben geschworen, sich zu rächen, indem sie ihre eigene Zeitungsfirma gründen und ihre alte Firma aufkaufen, damit sie die Leute bestrafen können, die sie entlassen haben. Ich denke, damit ist alles gesagt, was gesagt werden musste. Let's go. Hier sind wir. Okay, wir sind ganz alleine. Wir sind im Dunkeln und wir haben keinen Job. Wir sind pleite. Niemandes Lage. Sind wir niemand, ja? Du wurdest kürzlich von deiner früheren Zeitungsfirma gefeuert, in der du jahrelang gearbeitet hast. Hey, du wirst gefeuert. Warum? Weil du stinkst. Und ich mag dich nicht. Was? Nein, warum? Du kannst mich davon doch nicht feiern. Doch, kann ich. Ich bin der Boss. Und du kriegst deine Pension nicht. Und du kannst nichts tun. Naja, ich werde meine Rache kriegen. Das ist, was sie alle sagen. Nach einer Woche entscheidest du dich, deine eigene Zeitungsfirma zu gründen, damit du Rache nehmen kannst. Okay, das ist unsere eigene Zeitungsfirma. Ich habe meinen letzten Dollar zusammengekratzt. Und ich habe mir dieses schöne Haus gekauft. Es hat noch nicht viel, okay? Es hat noch keine Tür. Es ist eigentlich nur ein kleines Gebäude aus Ziegelstein. Aber ich habe einen einfachen PC und einen Drucker. Und ich werde jetzt meine ersten Artikel schreiben. Riesiges Huhn in Vorstadtumgebung gefunden. So, erster Artikel. Sollte deine Stadt ihre Straßen nach Eissorten umbenennen? Ich denke, das kommt gut. Wo deine Eltern Snacks vor dir verstecken könnten. So, perfekt. Alles abgeschlossen. Da haben wir unsere ersten Zeitungen geschrieben. Jetzt müssen wir natürlich einmal drucken. So, dann haben wir unseren letzten Artikel geschrieben. Wir sammeln unsere Zeitung. Ich denke, jetzt habe ich hier eigentlich ein paar gute Artikel verfasst. Ich wüsste nicht, wer meine Zeitung nicht lesen soll. Ich bringe die mal weg. Ah, hier ist mein Fahrrad. So, ich hoffe, ich verdiene viel Geld und ich kriege viele neue Leser. Ich habe jetzt hier 15 Zeitungen schon geschrieben. Ein Banger-Artikel nach dem nächsten. Hier ist die Post. Hier liefere ich sie ab. Und zack. Meine Zeitung hatte eine okay Geschichte, hat sich normal verkauft. Ich habe 60 Dollar gekriegt. Das war's. Naja, gut, dann müssen wir hier weiterarbeiten. Ich schätze, da führt kein Weg drum vorbei. Was? Säubere das Gebäude. Vielleicht mache ich das erstmal. Zack. Oh mein Gott. Es ist sauber. Es ist hell. Ich habe Licht. Und ich habe natürlich eine Tintenpatronenaufbewahrung. Aber ich schätze, dann setzen wir uns wieder an unseren Job und schreiben ein paar Zeitungen Tag ein, Tag aus. Guckt mal, wie schön. Der Morgen bricht heran. Ich habe die ganze Nacht durchgeackert. Das ist ein Klassiker. Ihr seid eine Weile wach. Ihr denkt euch nichts Böses. Ihr denkt, okay, es ist vielleicht noch so 2 Uhr, 3 Uhr. Auf einmal hört ihr die Vögel zwitschern. Auf einmal kommt die Sonne raus. Und ihr merkt, oh oh. Die ganze Nacht ist rum. Ich saß die ganze Nacht am PC. Das ist hier ein typischer Arbeitstag. Aber so ist es halt im Zeitungsbusiness. Muss man ja auch einfach mal sehen, wo man bleibt. Ich denke, ich habe hier noch ein paar Banger. So, Stadt hält Wahl für den besten Gartenzwerg ab. Und mutige Kindergartenkinder vereiteln Invasion durch Außerirdische. Es muss ja nicht stimmen. Ich habe eh kein Geld für ein Research-Team. Von daher muss ich ja auch irgendwo sehen, wo ich bleibe. Und ich denke halt, Leute sind auch eher an solchen Geschichten interessiert, als an langweiligen Nachrichten und dem Wetter. Okay, ich bin guter Dinge. Ich denke, es ist jetzt auch einfach eine bessere Tageszeit. Ich sollte mehr Geld verdienen. Meine Zeitungen sind gut, okay? Meine Zeitungen sind wirklich, wirklich gut. Bitte gebt mir viel Geld. Okay, 60. Aber wir haben einen neuen Angestellten. Der kann uns helfen, Zeitschriften zu schreiben. So, Meister. Und zwar, du musst nicht researchen, okay? Mach dir da wirklich keine Gedanken drum. Schreib einfach, was dir einfällt. So, was sehe ich da über die Schulter? Lokaler Park von sprechenden Riesenfaultieren überrannt. Genau, das ist genau das, was wir hier sehen wollen. Top. Das ist natürlich ein doppelt effizienter Beruf. Wenn wir hier beide den ganzen Tag so sitzen und tippen, dann machen wir 30 Zeitungen in einem Tag. Halt gar kein Ding. Easy peasy, hauen wir raus. Ich glaube, wir brauchen irgendwas, was die Leute zu unserer Zeitung bringt. Irgendwas Exklusives. Hier, wir haben eine neue Art von Einhorn entdeckt. Exklusiv bei Ronja News. Bam. So, was hast du? Du musst auch mal aus deinem Drucker die Sachen ausleeren. Entschuldigung. Hier schon wieder nur 60 Dollar. Alles verkauft sich nur normal. Wir brauchen bessere Geschichten. Wir brauchen was, wo die Leute gar nicht anders können, als unsere Zeitung zu kaufen. Okay, pass auf. Ich sehe, dass die Leute noch skeptisch sind. Vor allem mit der Einhorn-Geschichte, das weiß ja keiner. Du setz dich mal ran und Photoshop uns ein paar Bilder. Und dann fügen wir die ein in die Artikel. Wie wär's? Oder weißt du was? Du schreib weiter hier. Dein neuer Kollege, der macht das. Meister, oh perfekt, das ist ein Kind. Das hat sicher viel Photoshop-Erfahrung. Unsere Artikel verkaufen sich alle immer noch nicht gut, okay? Ich denke, wir brauchen eine neue Schiene. Und das habe ich bei den Konkurrenten ausgespielt. Ein gutes Konzept ist natürlich immer, den Leuten ein bisschen Panik zu machen. Deswegen, oh mein Gott,
wir haben Easy eingestellt. Guckt euch das an. Da sitzt sie. Oh mein Gott. Hallo, Easy. Easy, du setzt dich an die Panikartikel. Irgendwas, keine Ahnung, Asteroideneinschlag, der bald auf der Erde kommt. Was, wo die Leute wirklich zittern? Wo sie denken, wir machen es nicht mehr lange. Wir brauchen alle Informationen, die uns diese Zeitung geben kann. Top. Wir haben jetzt allen etwas bessere PCs gekauft. Die können jetzt ganz 15 Zeitschriften schreiben. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Da machen wir direkt Profit, da muss ich selber kaum noch arbeiten. Das ist top, meine ganzen Freunde machen alles für mich hier. Easy ist mein bester Mitarbeiter. Der Rest, der braucht vielleicht noch ein bisschen Input. Du bist weiterhin in den gefotoshoppten Bildern dran. Top, da kann ich gar nichts sagen. Gefahren in der Schule. Es ist ja gut, du willst auch ein bisschen Panik machen, aber vielleicht direkt einfach was. Will deine Schule dich umbringen? So, genau, einmal geändert. Ich denke, das wird den Ausschlag machen. Hier, du setzt dich dann direkt an die Schule. An das Foto dazu. Und ich habe schon wieder 15 Zeitungen. Ich hoffe, dass jetzt mit den Fotos und allem, die endlich nicht mehr so skeptisch sind, die Leute, und dass wir eine gute Zeitung verkaufen. Wünscht uns Glück. Oh mein Gott. Deine Zeitung hat eine interessante Geschichte und hat sich gut verkauft. 120, wir haben das Doppelte verdient. Ich wusste, es lohnt sich, meinen Mitarbeitern hier ein bisschen neue Informationen zu geben. Wir haben $477. So, Leute, gute Arbeit hier. Weiter so, weiter so. Okay, Upgrades. Bessere Druckermaterialien, Upgrades. Hier, neuer Angestellter, perfekt. Du setzt dich an Fernsehshows. Keine Ahnung, Stranger Things oder sowas. Soll eine gute Show sein, schreib mal drüber was. Upgrades, Upgrades, Upgrades. Hier wird richtig Platz gemacht, okay? Wir haben hier hinten, können wir ganz viele neue Leute einstellen. Wir haben hier ein offenes Büro. Perfekt, wir brauchen noch ein Zeitungslager. So. So, jetzt, wo alles schön erweitert ist, ist natürlich die Arbeitsmoral auch eine ganz andere. Oh mein Gott, ich habe ein Zeitungslager. Ich kann jetzt hier Zeitungen lagern zwischendurch. Perfekt. Oh mein Gott, was ist das? Das ist eine Rechnung. Rechnung fällig. $107 Verwaltungsgebühr. Das stinkt nach meinem alten Arbeitgeber. Also 100%. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Ist jetzt all mein Geld weg? Wirklich? Das klingt genau nach dem. Ach, auf den Cent genau. Die Menge, die du dir erarbeitet hast, nimmt er mir. Mhm. So, ich sammle von allen die Zeitung ein. Ihr seid fertig. Du bist fertig. Du kannst noch schreiben. Jetzt. Großer Payout. Wehe, wenn nicht. Und wir haben... Es hat sich normal verkauft. Ich habe zweimal gedrückt. Okay, wow. All die Arbeit umsonst. Ich habe das Gefühl, wir arbeiten und arbeiten und arbeiten hier. Aber es wird nicht. Wir können hier noch nicht profitieren. Das ist, weil unsere alte Firma uns alles wegnimmt, was wir haben. So können wir nicht weiter erweitern. Hier, wenn wir einen Lieferwagen hätten, der nur 12.000 kostet, dann sähe das natürlich anders aus, wahrscheinlich die Geschichte. Wir haben jetzt $2.000 verdient. Das heißt, wir können uns... Oh mein Gott, die hat keine Tinte. Kein Problem. Ich habe neue Tinte nachgekauft. Hier, kein Problem. Einmal für dich. Hier, könnt ihr weiterarbeiten. Wir können uns jetzt hier einen Praktikanten leisten. Und... Oh, da ist er. Der sammelt die Zeitung aus den Druckern ein und räumt sie hier in das kleine Regal ein. Zack. Und dann kann ich sie von da einfach weiterverkaufen. Fördern kann ich ihn noch nicht, aber ich kann einen weiteren Freund einstellen für 600, der hier direkt auch arbeitet. Und dann gehen wir mal wieder auf die ewige Quest, unsere Zeitung zu verkaufen, okay? Wir haben hier heute wirklich was Gutes. Wir haben was Gutes, Leute. Wir haben einige neue Artikel, viele neue Formate. Unsere Leute sind wirklich, die wissen, was sie tun. Okay, nur. So langsam überlege ich, ob ich meine Leute feuere und andere einstelle, wenn die mir alle nur okay Artikel schreiben. Ich meine, ich habe einen Haufen Vorschläge schon gebracht. So, neuer Mitarbeiter. Du, Meister, kümmerst dich exklusiv nur Hamster-Nachrichten, okay? Hamster-Nachrichten. Wie hält man einen Hamster? Was essen Hamster am liebsten? Was machen Hamster in ihrer Freizeit? Hamster und ihre Freunde? Vielleicht kleine Rätsel. Was für ein Hamster bist du? Alles mit Hamstern, okay? Ich denke, wir haben hier eine ganz neue Nische für uns entdeckt. Oh mein Gott! Die Hamster! Deine Zeitung hat eine interessante Geschichte, hat sich gut verkauft. Ich habe 1000 verdient. Perfekter neuer Kandidat. Das andere Mädel, was wir auch neu eingestellt haben, die sind an was dran. Oh Gott, der Tag geht schon wieder unter. Ich befürchte, das Schlimmste, wahrscheinlich kriegen wir noch mal eine Rechnung. Und wie befürchtet, eine weitere Rechnung. 245 Meter Lesegebühr. Was soll das überhaupt sein? Okay, Leute, es führt kein Weg dran vorbei. Ich drehe uns jetzt die Klimaanlage runter. Wir müssen hier bei den Rechnungen ein bisschen Geld sparen. Wir verdienen nicht so viel, okay? Wir hatten jetzt eine gute Geschichte, aber ihr müsst da weiter dran arbeiten.
Perfekt, wir hatten eine interessante Geschichte. Das heißt, wir stellen hier direkt zwei neue Arbeitskräfte ein, die sich hiermit beteiligen können. Okay, wir hatten noch eine interessante Geschichte. Langsam wissen die Leute richtig, Ronja News steht für Qualität. Was auch immer ihr macht, macht genauso weiter. Hier easy gern nochmal ein bisschen mehr Panik, ein bisschen mehr Angst reinschieben. Hier die Bilder, die du photoshopst, weiter so, weiter so. Ich fördere meinen Praktikanten, das heißt, er kann jetzt auch mehr Zeitung tragen und vielleicht rennt... Oh, er rennt jetzt schnell wieder mit hier, guck mal. Wie emsig sie läuft. Zack, 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 zack. Die füllt hier Tinte nach wie keine zweite. So, Leute, wir haben gegrindet. Wir haben jetzt 12.340 Dollar und können uns den Lieferwagen kaufen. Let's go. Okay, hier ist kein Platz mehr für die Zeitung. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich den Lieferwagen gekauft. Warte, warte, warte. Willst du mir sagen, dass ich in dem Lieferwagen... Nein, ich kann hier nur 40 Zeitungen transportieren. Ist es wie auf dem Fahrrad? Ist es euer Ernst? Nein, oder? Das würden sie nicht tun. Oh mein Gott, man kommt hier überhaupt nicht gut raus. Ich kann in den Lieferwagen nur... Hier steht doch... Aha, nehmen. Okay, ich kann Sachen in den Lieferwagen tun, oder? Ja, ich weiß, hier ist kein Platz mehr für Zeitung. Ich weiß. Ich muss sie alle in den Lieferwagen bringen. Lagern. So, keine Sorge, Lady... Praktikantin, wir können hier wieder einen normalen Arbeitsplatz. Warum sind die Gebäude denn nicht verbunden? Warum ist das hinten nicht offen? So, okay, das sind unsere letzten Zeitungen. Ihr habt alle keine Tinte mehr, verstehe. Das heißt, ich kaufe euch auch neue. Unser letztes Päckchen in den Lieferwagen. Ich hoffe sehr, dass ich aus dem Lieferwagen nicht selber noch alle raustragen muss und abliefern. Ich hoffe, dass ich das im Lieferwagen selber kann. Nehmen. Liefern. Nehmen. Liefern. Nehmen. Liefern. Block ich die für den anderen? Kann der hier keine Zeitschriften verkaufen? Das sieht fast so aus. Oh, das ist ja Tilt. Ich hasse den Lieferwagen. Der Lieferwagen hat mich so enttäuscht. Also der scammt mich aktiv. Und ich verkaufe hier keine gute Zeitung. Hier, 560, 560, 560. Eine interesting story, ma. Aber sonst nur 560er. So ein bisschen... Es ist nichts mehr zu nehmen. Okay, der Lieferwagen ist leer. Wir haben 10.000 verdient. Wir haben den Lieferwagen für 12.000 gekauft. Ich würde sagen, es ist ein aktiver Verlust von Geld. So, Leute. Einen Freund einstellen. Einen Freund einstellen. Hier, ich verbessere deine Arbeitsstation. Mach ich auch für dich. Kein Ding. Hier, bessere Arbeitsstation. Bessere Arbeitsstation. Freund einstellen. Ei, da ist er. Deine Arbeitsstation werde ich nicht verbessern. Pech für dich. Und wir setzen uns auch nochmal ran. Vielleicht können wir einen Artikel über uns selber schreiben. Richtig, Ronja News. Auf einmal auf dem Aufschwung. So, wir cruisen auf unserem Fahrrad. Ich sag, den Lieferwagen kann ich vielleicht hier und da mal benutzen, wenn sich zu viel ansammelt. Aber dadurch, dass die jetzt alle keine Tinte hatten, aus unbekannten Gründen, haben die auch nicht allzu viel gearbeitet. Aber das ist okay. Man muss ja auch mal eine Pause machen. Ein bisschen, ne? Die kreativen... Säfte anregen. Zack. Dann können wir natürlich direkt auch hier das Gebäude erweitern. Oh mein Gott, wird das groß! Okay, wie ihr vielleicht daran seht, wie dunkel es mittlerweile hinter mir ist. Es ist schon echt spät geworden, aber wir haben insgesamt jetzt 35.000 nochmal eingenommen. Oh mein Gott, das ist alles so voll. Ich habe überhaupt gar keine Übersicht mehr. Wir haben so viele Leute. Ich habe noch einen zweiten Praktikanten eingestellt. Wir haben hier hinten jetzt so coole Druckrollen. Und wir kaufen uns eine Maschine, mit der wir direkt drucken können. Die Druckzeitung für uns, das ist ziemlich perfekt. Und Leute, zweite Etage. Wir haben eine zweite Etage. Okay, wir haben Treppen. Wir haben echte Treppen. Eine echte Treppen. Hier. Wow, ein ganzer Extrastock. Keine Ahnung, was wir mit dem ganzen Platz hier machen. Aber ich denke, wenn wir einen zweiten Stock haben... Heißt es auf jeden Fall, wir haben es unserem alten Chef gezeigt, okay? Wir haben jetzt genug Geld, um seine Firma aufzukaufen und ihn selber zu feuern, weil wir ihn quasi in Geld schwimmen, okay? Ich muss hier außer den Truck fahren nichts selber machen und dafür kann ich sicherlich auch bald noch jemanden einstellen, wenn ich das möchte. Vielleicht stelle ich meinen alten Chef ein, einfach nur um ihm zu zeigen, wo sein Platz ist. Das war es dann auf jeden Fall mit dieser Folge. Gründe eine Zeitschrift, um dich zu rächen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr den auch schon mal gespielt habt, den Tycoon, und wie weit ihr gekommen seid, weil ich saß hier wirklich Stunden dran, okay? Abonniert den Kanal, schaut unbedingt beim Merch vorbei, das ist der erste Link in der Beschreibung. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!